In Marseille in Südfrankreich helfen Feuerwehrleute, Covid-Cluster zu vermeiden. Und das geht so. An ein paar Dutzend Stellen in der Stadt werden regelmäßig Abwasserproben genommen und untersucht. Daraus entsteht ein Gefahrenstadtplan, Tage bevor die Leute in Scharen krank werden. So konnten die Behörden das Auftreten von Clustern in mehreren Pflegeheimen vermeiden. Der Einsatzleiter: Wir haben festgestellt, auch dank internationaler Veröffentlichungen, dass im Abwasser bis zu 6 Tage vor Auftreten der ersten Symptome Spuren von Covid zu finden waren. In Marseille nehmen wir regelmäßig Proben in 37 Abwassersammelstellen. So können wir 6 Tage im Voraus eine komplette Karte der Virusbelastung erstellen. Auf nationaler Ebene entstand im März 2020 ein Forschungsstab namens OBPIN, der die Spuren der Epidemie im Abwasser verfolgt. Rund die Hälfte der landesweit nötigen 158 Prüfstellen waren bis November 2020 dingfest gemacht. Ab der ersten Welle der Pandemie konnte Covid-19 im Abwasser nachgewiesen werden. Sobald diese Informationen vorliegen, können die betroffene Bevölkerung alarmiert und Lockdowns gezielt verstärkt werden.